Willkommen zurück zu Wulong. Wir machen weiter hier im Tutorial-Gebiet. Ich hatte jetzt zuletzt den ersten kleinen, großen Gegner gelegt. So eine krasse Katze. Aber die kannte ich eigentlich schon aus der Demo. Aber trotzdem bin ich hier fünfmal, egal. Auf jeden Fall ein paar Mal gestorben. Machen wir jetzt weiter direkt natürlich. Aber auch gut zu wissen, wenn ich das Spiel beende, dann starte ich hier und nicht an der Stelle, wo ich aufgehört habe, weil ich musste die Katze gerade nochmal legen. Aber war gutes Training schon mal fürs Kampfsystem auf jeden Fall. Wieder reinkommen und so. So, ihr Arschnasen, da steht einer. Da steht zwei. Hat insgesamt zwei, wenn ich. Zack. So langsam leveln auch, ne? Bei dem nächsten Checkpoint. Haben wir noch einen. Jawohl. Ach, kommen wir noch so einen. Ein Arschmann. Ja. Jawohl. Alles klar. Damit haben wir Rang 4 schon mal festgemacht. Natürlich noch viel weiter. Ach, da liegt noch was. Mal checken. Ja. In truth, I ended up in this village after fleeing from the brutalities of war. My father, who worked for the government, passed away. Na, jetzt hat der Krieg ihn verfolgt, ne? Quasi. Ja, mal Level. Ich Idiot. Hätte ich gerade doch gesagt, du machst du wieder nicht. Da sind die Lieferungen. Was wollen wir Gegenstände erhalten? Helm des geduckten Drachen. Und dann die Baihu-Rüstung. Das wohl wahrscheinlich, weil ich die Demo gespielt habe. Also mal schauen wir uns erstmal die Rüstung an. Aha. Ähnlich wie bei Nio, ne? Vorbestellerbonus oder irgendwie was. Oder auch, glaube ich, von der Demo, da hatte man so ein, ich glaube, wenn man vorbestellt hat, so ein Waschbärhut und ansonsten hatte, glaube ich, man so ein Yokai-Helm, war es, glaube ich. So, der bufft auf jeden Fall stark. Auf jeden, ich weiß jetzt nicht genau, wie der Attribut heißt, muss ich gleich nochmal gucken. Auf jeden Fall für Lebensenergie ist der Buff. Ich glaube, Erde nicht. Baum irgendwie. Ja, ist auf jeden Fall nicht groß der Unterschied. Dann bleibe ich mal mit dem frischen Helm hier, mit dem Drachen. Hui. Habe ich irgendeine Special Edition gekauft und habe es nicht gesehen? Oder ist das echt wegen... Ist ja krass. Hab ich jetzt die Fat Roll? Ja, ich hab dann die Fat Roll, ne? Das ist aber mal ein richtig geiles Outfit. Ja, aber ich würde sagen, da wo ich kann ich nicht so viel blocken, ne? Da fühlt sich bestimmt schneller. 85,3%. Habe ich denn ich glaube, das ist mein Setup-Bonus da unten, ne? Spezialeffekt Erbe. Willensdauer, kann man das denn gucken? Wenn du Ausrüstung mit diesem Effekt beim Schmied verbesserst, kannst du sie auf die höchste Stufe. Ja, das ist klar. Achso, hä? Ohne Kupfer oder Materialien auszugeben. Okay, erhöht Willensdauer, Giftschaden plus 3,2, Glück plus 27 und Giftwiderstand. Die sind sehr gut eigentlich, aber ich bin da halt aber auch überbelastet. Daher würde ich sagen, nehme ich dann halt. Da kann ich egal welche nehmen. Dass ich dann die Midroll habe wenigstens. Ich traue dem Braten nicht so hinter, kann ich nur zweimal blocken und dann bin ich gestunt, ne? Das wäre natürlich sehr dumm. Das Outfit ist jetzt schon cool. Ja, so langsam kommt die Demo wieder hoch. Ich meine, die ist jetzt nicht so lange her, ne? Aber trotzdem habe ich jetzt zwischendurch noch ja, halt andere Sachen gezockt. We've done well to get this far. But it's not over yet. Ah, yes. Once we rid this area of enemies,
Might we be able to stop by my house? There's something I wish to give you as thanks. Können wir machen. Steinmar ausrüsten, ne? Das hatte ich schon in der Beta verpennt, in der Demo. Wie macht man das denn nochmal? Jetzt kommt das wieder. Jetzt kommt die Suche rein. Alter, ich habe doch einen Stein aufgehoben, oder bin ich blöd? Oder war das nur in der Demo und ich habe es hier noch gar nicht aufgehoben? Oder habe ich das einfach liegen lassen? So ein Kieselstein zum Schmeißen halt, zum Anlocken. Ja, Steinchen. Ausrüsten. Ach da, warte mal, wo ist denn... Ach, da wäre es gewesen. Fernkampfwaffe. Ich dachte, hier wäre die Munition. Da ist einer. Ist hier noch welche? Ach ja, Tatsache. Tatsache, da war noch ein Schwein. Kampfkünste. Achso, diese Special-Attacke ausführen, die ich gerade gemacht habe mit diesem Blitz. Bessele eine mächtige Kampfkunst, die Willen verbraucht. Du kannst keine Kampfkünste einsetzen, wenn deine Willensanzeige niedrig ist. Kampfkünste ändern sich je nach verwendeter Waffe. Seltene Waffen können zwei Arten von Kampfkünsten ausrüsten. Aha. Guck, kann ich eine Backstep vielleicht? Ja, scheiße. Na, du Schwein. Na shit, den habe ich aber mal sowas von verkackt. Ja, den habe ich aber übelst verkackt jetzt. Aber was soll's, gehört dazu, ne? Er macht mal gar nichts einfach. Gut, so. Ja, er sieht mich, ja, das ist echt cool. Also man könnte rein theoretisch, es fehlt nur noch so in der Hocke gehen, ne? Dann so ganz sneaky weaky anschleichen. Ganz klar. Versprochen. Soon enough. Mhm. Glaube ich auch. Eigentlich stinkt. Das Kampfsystem macht echt Laune, aber das kann man nicht sagen, finde ich. Das ist echt ein. Jetzt kriegt sie zum richtigen Tanz. Da bin ich voll reingelaufen. Ja, ich werde auf jeden Fall. Entschuldigung, ups. Boah, der kam aus dem Nichts. Trockener Hals. Ich werde auf jeden Fall im Verlauf Solo spielen. Also die Begleiter mal wegschicken. Aber ich glaube, das hatte ich schon gesagt, glaube ich. So. Das hatte ich dann doch schon gesagt. Setze ich mich mal dran. Ach nee, das war nur ein Standard, gar kein. Richtiger Checkpoint. Na du Arsch. Ja, ich hab. Ich muss mal echt meine Augen auf den Gegner lassen. Ich muss meine blöden Hinkickerei mal. Ich dachte, vielleicht kommt von da hinten nämlich nur einer. Aber natürlich kriegt den Arsch auf, dass die Tisch.
Dann könnte jetzt wieder entstehen, so ein Bogenschützen, deswegen. A well-earned victory. Ja, Arschhuhn. Dann gehen wir mal ein bisschen, würde ich sagen, am Anfang auf Lebensenergie. Also am Anfang bin ich ja in der Demo auf Feuerkraft gegangen. Das war nicht viel, ich glaube Stufe 7 oder 9 war ich am Ende. Wasser ist eigentlich auch nicht so unwichtig, ne? Halt auch beim Blocken verbrauchten Willen, also wie schnell man gestunt wird halt. Und dann gehen wir einen da drauf und einen da drauf. Was? Ihr habt einen Zauberpunkt für jede der 5 Wandlungsphasen erhalten. Aha, okay. Folgende Funktion wurde freigeschaltet. Zauber. Gehen wir doch mal drauf. Zauber erlernen. Erhöht. Boah, ich werde, habe ich jetzt Stufe 2 bei Holzphase-Zauber. Okay. Erhöht bei niedrigem Willen die automatische Erholung und verringert automatische Leerung bei hohem Willen. Und hier lässt einen Blitz auf ein Ziel oder einen Punkt vor dir hinabfahren. Nehmen wir den Blitz. Den Blitz nehmen wir. Jetzt kann ich bei jedem ein Teil aussuchen. Beschwert und schleudert einen spitzen Eiszapfen nach vorne. Dieser fliegt in einer geraden Linie oder auf. Ich nehme hier den Buff. Für eine bestimmte Zeit wird dein Willensverbrauch während des Blockens reduziert. Das ist ganz praktisch eigentlich. Kann ich länger blocken. Wenn einer so eine 8-9-Mann-Kombo, 8-9-Treffer-Kombo macht, ist zum Beispiel ganz cool. Hier haben wir Metallphase-Zauber. Sendet Blasen aus Gift nach vorn. Diese platzen oder schaffen einen Giftsumpf, wenn sie Gegner oder Umgebung treffen. Achso, aber die bleiben so auf dem Boden. Der Sumpf verursacht Schaden über Zeit an alle Gegner, die sie berühren. Die ihn berühren. Also die müssen drin stehen bleiben. Also es, da füllt sich keine Leiste auf, würde ich dann sagen. Schleudert einen Fluchblitz nach vorne, verlangsamt für eine gewisse Zeit automatische Erholung bei niedrigem Willen. Gift ist ja eigentlich ganz cool, ne? Ich meine, ich kann es mir auch am Ende noch aufbewahren, muss ich ja jetzt nicht alles verbraten, aber die Sachen, die jetzt dabei sind, die sind ganz praktisch. Aber hier brauche ich noch eine Stufe, verbesserte Verteidigung. Weniger Schaden durch Gegner erleiden. Und ich zucke. Nee, was war das? Und du zuckst nur noch durch besonders starke Angriffe zusammen. Also gestunt halt, denke ich mal. Soll das bedeuten? Hier könnte ich den Pyromanten erstellen quasi. Schleudert ein Feuerpartikel nach vorne. Oder erschafft eine Feuerexplosion vor dir. Also Great Bombastion so gesehen. Große Wucht, ne? Nee, große Wucht war, glaube ich, Kleriker zum Klerikerwunder. Ist egal. Nehme ich das auch noch. Oder nehme ich den Feuerball? Ich glaube, ich nehme den Feuerball. Oder da bin ich echt unentschlossen. Ich warte einfach noch. Ich bin komplett unschlüssig. Eigentlich der Feuerball. Aber dann denke ich mir andererseits, bei Dark Souls war diese Kurzdistanzattacke so ziemlich geil eigentlich. R2 gedrückt halten und dann verschiedene Tasten und dann kann ich die Zauber einsetzen. Okay. I'm sure a person of your caliber shall have little difficulty mastering wizardry spells. Da war jetzt nichts mehr, ne? Die Typen. I hope that everyone who escaped the brutality is back to safety now. Ja, das Key. Wie brauche ich denn für den Stufenaufstieg? Ansonsten nehme ich noch einen. Okay, dieses, für den Anfang ist diese, sind diese kleinen Bündel immer ganz gut. Auf jeden Fall. War es die. Ah, ich kann sogar so oder so. Ja, mach noch einen Lebenspunkte. Und dann gehe ich, glaube ich, mal ein bisschen mehr auf Stärke jetzt. Ja. Gewichtsobergrenze mit der Rüstung, da kann ich immer noch hinterher machen. Ich will ja eigentlich eh mehr so, wenn dann wieder auf Geschick
Von der Rüstung her, also sehr leicht oder mittel gehen und nicht auf schwer. Magier habe ich erstmal jetzt Standard, da brauche ich für den Start erstmal nichts reinpacken. Aber ich würde sagen, bevor ich jetzt gucke, erstmal gucken, wie viel ich zusammenbekomme. Wo waren die Klamotten? Gegenstand, das ist das, ne? 300 Kia. Key. Brauche ich aber eigentlich nur 5 benutzen, was 1600, ne? Stufenaufstieg. Ach, 1400, verdammt. So. Hätte ich mir mal zwischenzeitlich in Ruhe die Bäume angucken, nämlich, und dann habe ich ein Gefühl. Große Gefahr auf uns, dass Pyromantie irgendwie cool ist. Hier habe ich so ein Bauchgefühl. Ach, hier war der Boss-Alarm. Dogs of the Hard Court, are you? Any who oppose us shall know only the end of our blades. Voll. Rissst du Schwein? Ja, jetzt wird das mal richtig lustig. Ja, ich kann den Move reinkriegen davon. Ah, fuck. Gut, geht tun. Komm, steh auf.
nicht so gut angedacht. Jawohl. You fought very well. Now the village is safe. By my head. Why are you? You shall die! Ying Long, every bit as strong as the rumors say. This world is steeped in chaos. It needs one like you to bring peace to it. I cannot let you die. Jawohl! Unsterblich sind wir, offiziell. Ja, der Kampf war cool, auf jeden Fall. Also das ist dann nochmal so die Abschlussprüfung, dass das Spiel quasi auf Nummer sicher geht, dass man auf jeden Fall das Spiel oder beziehungsweise das Kampfsystem verstanden hat, kann man sagen. Tigersiegel, das war glaube ich für Koop, ne? War das so? War das? Ein Tigersiegel ist eine tigerförmige Bronzemarke. Wird an einer Standarte verwendet, um Verstärkungen zu rekrutieren oder zu suchen. Als Gegenstand benutzt erlaubt es sofortige Rekrutierungen. Oder Rekrutierung. Es heißt, dass diese Bronzemarke in Tigerform im alten China von Tianzi, dem Sohn des Himmels, als Zeichen der Berechtigung zur Musterung von Truppen an Generäle verliehen wurden. So ein Orden halt. Kurz und knapp. Später Key. Ein bisschen Key, da sag ich. Key. Will mir nichts anderes sein. Leveln. Die folgende Funktion wurde freigeschaltet. Was lese ich denn heute? Vorräte. Die folgende Funktion unter Online, Koop, rekrutieren. Vorräte. Was sind Vorräte kaufen? Ach so. Ah! Ach so, ja gut, da hätte dann natürlich hat ein bisschen diese Dropflut natürlich wieder ein bisschen Sinn zum Verkaufen und Einkaufen natürlich, ne? Vergiftetes Wurfmesser. 6 Stück kann ich davon aber leider nur tragen. Aber da gibt es ja auch wieder diese Beringal ist bestimmt Gift, ne? Nee. Erhöht die Geschwindigkeit. Es gibt ja auch wieder diese Challenges, habe ich gesehen, schon in der Beta, ne? Ich sag mal Beta, Demo. Idiote. Machen, verkaufen. Stufenaufstieg. 2, 3 können wir machen.
Ich würde sagen, erstmal vier, so zwischen fünf und. Ja, ich glaube, fünf Leben und dann gehe ich erstmal wieder auf die Attacke. Also ein bisschen Stealth ist auch ganz cool, wahrscheinlich, und vor allem wegen den Blocken. Zauber. Jetzt bin ich ja schon. Hier, hä? Achso, ich habe ja nur einen Magiepunkt in Holz. Wieso? Warum? Belegt dich und nah Verbündete mit einem Erholungseffekt, durch den ihr Gesundheit wiederherstellen könnt. Ja, geil. Den nehme ich. Der ist cool. Lebensenergie nach der Zeit wiederbeleben. Warum nicht? Ach, die Uhr läuft, glaube ich, falsch, ne? Ja. Oder? Was ist mit dir eigentlich? Hey, die sind Feinde. Ich bin richtig gelaufen. Aber da war doch noch irgendwas, oder nicht? Nee. Ich hatte irgendwie, oder? Guck mal da hoch. Nee. Ich hatte irgendwie gedacht, da wäre was gewesen. Gucken, wie gut wir schleichen können. Die stehen vor gegenüber. Versuch mal den. Na, die haben mich schon gesehen. Die muss ich noch auf jeden Fall reinkriegen, diese Sprungattacken. Na, jawohl. Kommt hier noch was? Oh, da kommt jede Menge sogar. Wounded. Back to camp. Go. Forgive my rudeness earlier. A malicious soldier, are you? If so, would you kindly lend your courage to me? Kann ich machen? Die Mutlein. The forces of General Gongsun. Na gut. My name is Zhao Yun. The Yellow Turbans have control of Mount Dongshan. You don't look short of confidence, but surely it would be reassuring to have an ally at your side. Oh, ich muss dich leider wegschicken, Kumpel, aber das mache ich im nächsten Part. Den beende ich nämlich an dieser Stelle, Leute. Bedanke mich vielmals bei euch fürs Zusehen, für eure Zeit und würde mich noch mehr darüber natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Part wieder mit dabei seid. Tschüss, bis dann.